Willkommen zum Kita Today, unserem fast alltäglichen Kita-Format. Mit mir wie so häufig meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Trenner. Hallo, und der sehr geschätzte Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind die Kita-Rechtler und es gibt ein sehr interessantes Urteil eines Arbeitsgerichtes in einem Verfahren, in dem wir auch, man kann es ehrlicherweise auch hier mitteilen, ein bisschen beteiligt waren. Da ging es darum, ein grandioses Understatement an der Stelle. Nein, es ging darum, ob ein Träger einen Anspruch drauf hat, dass die Leitung vielleicht mal so en passant mitteilt, dass es ein Ermittlungsverfahren gegen sie gibt. Zum Beispiel, weil es Übergriffigkeiten gegenüber Kindern in einer ehemaligen Einrichtung gegeben haben soll. Oder dass man sich privat vielleicht auch noch in anderen Gefilden herumgetrieben hat. Was jetzt an Doppeldeutigkeiten vielleicht jeder versteht, ohne dass wir es an dieser Stelle, weil das dann wieder justiziabel werden könnte, genau benennen wollen. Also das ist womöglich Ermittlungsverfahren. Nein, es hat Ermittlungsverfahren gegeben und dass ein Träger darauf einen Anspruch hat, beziehungsweise, dass wenn das mal alles verschwiegen wird, dass man dann eben auch zur Kündigung greifen kann. Tja, was hat das Arbeitsgericht gesagt, Frau Kollegin? Eigentlich hast du jetzt schon alles gesagt. Ja, das Arbeitsgericht hat gesagt, es gibt entsprechende Mitteilungspflichten. Und zwar in diesem Fall war es tatsächlich so, dass das Ermittlungsverfahren noch lief, als diese Person schon bei dem jetzigen Arbeitgeber anfing oder bei dem damals aktuellen Arbeitgeber angefangen hatte, dort schon also arbeitete, in Lohn und Brot stand. Währenddessen lief dieses Ermittlungsverfahren und dann, sagt das Arbeitsgericht, besteht tatsächlich eine entsprechende Mitteilungspflicht und zwar abgeleitet aus den Schutz- und Treuepflichten gegenüber dem Arbeitgeber. Also es gibt Offenbarungspflichten, da kann man sich dann nicht irgendwie rausreden. Und wenn es sowas Essentielles, Wichtiges ist, dass da wegen bestimmter Straftaten ermittelt wird, dann auf jeden Fall gibt es Offenbarungspflichten. Und hier betraf es eben auch ein Ermittlungsverfahren oder eine Straftat, die eine Katalogstraftat nach 72a SGB 8 war. Upsi, da hast du ja doch ein bisschen mehr verraten an dieser Stelle. Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn es einen Bezug, und da hat das Arbeitsgericht ja sehr großzügig auch wirklich den Bogen gespannt, wenn der Arbeitnehmer erkennen muss, selbst wenn er sich für total unschuldig halten möge, wenn er erkennen muss, dass das irgendwie mit der konkreten Arbeit und mit dem wichtigen Feld des Kinderschutzes irgendwie zusammenhängen könnte, dann darf man nicht heimlich sozusagen den Träger im Unklaren lassen, ihn nicht reinrasseln lassen, ihn am Ende nicht vor vollendete Tatsachen stellen, wenn von dritter Seite ein Upsi, ihr habt da ein Problem in eurer Einrichtung, an diesen herangetragen wird. Eigentlich ist es gar nicht so klar gewesen, denn Datenschutz, Persönlichkeitsrecht hätten auch vielleicht auch zu einer anderen Entscheidung führen können. Wir an dieser Stelle sind allerdings sehr froh, dass hier der Kinderschutz als so wichtig erachtet wird und auch, dass das Trägerinteresse hier mal gesehen wird, tatsächlich zu erfahren, was ist da draußen gerade an Ermittlungen von Behörden unterwegs, die eben sich mit doch sehr, 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 sehr heftigen Straftaten am Ende bewahrheiten könnten. Also insofern, auch hier Schweigen ist hier vielleicht nur Silber, vielleicht auch nur Bronze, vielleicht auch nur Plastikgeld. Reden wäre an der Stelle Gold. Insofern ganz wichtig, nicht denken, das verschwindet schon alles, selbst wenn es verschwinden sollte. Am Ende kann ein Träger trotzdem sagen, hier ist das Vertrauensverhältnis absolut zerrüttet. Das müssen wir uns nicht bieten lassen. In dem Sinne, bleibt gesund, haltet durch, bis dann, ciao. Tschüss.